Ja, was geht ab, meine lieben Freunde? Wir reden heute über TikTok, die Social-Media-Plattform, die wirklich keinen Trend auslässt. Wir haben zum einen Typen, der Kacke frisst, eine Mutti oder mehrere Muttis, die Brotboxen für ihre Kinder machen und draufwendig. Das hätte ich früher auch gerne gehabt, Mama. Ich habe nur ein trockenes Toast mit Butter gehabt. Bis hin zu krassen Verschwörungstheoretikern leider und Hardcore-Rechten tummelt sich alles auf TikTok. Und die liebe Familie, die immer lecker, lecker sagt, habe ich komplett vergessen bei meiner Aufzählung. Lecker, lecker. Und als ich letztens wieder mal komplett lost in meinem Bett gelegen habe, habe ich einfach mal wieder durchgescrollt und jeder kennt es von euch, ihr habt das Handy in der Hand, ihr wisst nicht, was ihr machen sollt, ihr scrollt und scrollt und scrollt. Und das, meine liebe Freunde, nennt man Doomscrolling. Das heißt einfach, ihr habt so viel Langeweile, dass ihr irgendwann ganz unten am Feed angekommen seid und das ist unterste Stufe der Existenz für euch. So ging es mir letzte Woche und dabei ist mir ein Trend aufgefallen, bei dem ich mir gedacht habe, TikTok. What? Was ist das? Seit Apo RED, der allerechteste Dubai-Hase, wissen wir auf jeden Fall, es gibt Main-Character. Tut mir leid, ich Main-Character, ihr Side-Chicks. Aber dann ist es ja wohl auch klar, dass es NPCs so wie dich und mich gibt, oder? Auf TikTok erheben sich aber gerade genau diese NPCs zum neuen Trend und das, meine lieben Freunde der Unterhaltung, ist einfach so unglaublich, das muss ich euch zeigen. Aber seid euch wirklich sicher, das ist auf jeden Fall der Untergang des modernen Menschen. Wirklich, TikTok hat etwas gemacht oder hat etwas geschafft, was sonst noch keine Social-Media-Plattform vorher geschafft hat. Die haben einfach eine neue Spezies Mensch hervorgebracht. Und das weiß ich nicht, ob das so gut war. TikTok. Schaut euch das folgende Video mal an. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr da gesehen habt. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick dafür bekommen, was NPC-Streaming auf TikTok eigentlich ist. Erstmal, wer ist das in dem Video und welche Trendhelden gibt es da vielleicht noch so? Zum einen hätten wir hier ASMR Cherry Crush, die hat vorher, wie der Name schon sagt, vorher ASMR-Videos gemacht. Und ich muss wirklich sagen, ich verstehe das einfach nicht. Das ist meiner Meinung nach der schrecklichste und beschissenste Content, den es einfach gibt. Das funktioniert nur so gut, weil es einfach so viele Scheiß-Sims gibt, mehr als Insekten. Ich verstehe es einfach nicht. Cherry macht genau das, was ihr euch vorstellt. Zum einen hätten wir da Schlabber ASMR zum Jürgen würgen, Insta-Bilder zum Free-Up-Jodeln. Sie zeichnet, das ist eigentlich ganz cool, aber sie verkauft auch von sich in ihrem Shop für $30 Poster, die definitiv auch zum Karottenschälen geeignet sind. Bis auf die Tatsache, dass sie zeichnet, verkauft sie einfach nur eine Vorlage zum Jaggeronien. Alles andere ist einfach nur inhaltslose Scheiße, die dazu da ist, als Vorlage zu dienen, um an einsamen Tagen für einsame Menschen ihre Tempos vollzuschneuzen. Mehr einfach nicht. Mehr nicht. Mehr. Nein. Und dann hätten wir da noch die Oberqueen Pinky Doll. Thank you, CR. Thank you, Kiki. Ice cream, so good. Außerdem ist es natürlich unnötig zu erzählen, dass es unzählig viele Trittbrettfahrer bei diesem Trend gibt, die auch einfach das jetzt nachmachen. Ich mache das jetzt auch einfach. Was ist einfacher, als ein NPC zu spielen? Das mache ich auch. Das mache ich mein ganzes Leben schon. Das wird doch nicht so schwer sein können. Ice cream, so good. Gang, 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 gang. No spicy. No spicy. Hä? Aber jetzt mal ernsthaft, ist das die Art von Unterhaltung, die die breite Masse gerade braucht? Klar, ich verstehe, die Zeiten sind irgendwie anstrengend und man versucht, leichte Unterhaltung zu bekommen. Das verstehe ich alles. Aber ich finde, dass dieser Trend so groß ist und der hält sich jetzt mittlerweile schon seit 2 Jahren, ist einfach so weird. Und ich muss wirklich sagen, ich finde das besorgniserregend. Das ist wirklich schlimm. Es gibt auf jeden Fall noch niemanden im deutschen Raum, der das macht, aber das wird kommen. Ich predikte es hier und jetzt, es wird im deutschen Raum nicht mehr lange dauern und dann gibt es NPC-Streamer oder Streamerinnen. Denn es gibt nämlich Leute, die sich den Kram wirklich länger als 5 Minuten angucken können, ohne dabei irgendwie Gefahr zu laufen, sich mit einer rostigen Gabel die Augen ausstechen zu wollen. Ich muss sagen, ich habe im Zuge dieses Videos hier sehr viele,
viel zu viele schmerzbereitende Videos von diesen Damen und von anderen Menschen auch noch geguckt. Allein deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir ein Abo dalassen könntest, weil das war wirklich die Recherche zu dem Video. Schrecklich. Aber nochmal zurück zu den Leuten, die diese Streams verfolgen. Cherry Crush streamt sowas teilweise mit 8000 Leuten. Pinky Doll genauso in dem Bereich. Die hat in der Instagram-Story gezeigt, dass die $6000 für 2 Stunden Livestreaming bekommen hat. Was die Gewinnbeteiligung bei TikTok angeht, kann man jetzt nicht so richtig was sagen. Das Internet schreibt so zwischen 50% und 70% behält TikTok für sich. Das heißt, wenn die $6000 Verdienst gemacht hat, dann hat die $12000 mindestens an Umsatz generiert. Überleg dir das mal. Also egal, was für eine Zahl jetzt, ob 6000, selbst wenn die in 2 Stunden $6000 verdient hätte und TikTok dann noch die Hälfte genommen hätte, bei 3000 verstehe ich auch nicht. Aber da gibt es Leute, die spenden Galaxien für $500. Heißt das, dass Entertaining jetzt das ist, vorgefertigte Sätze zu sagen, wenn ein bestimmtes Emote in den Chat kommt, währenddessen mit ihrem, was ist das, Glätteisen? Mit diesem Teil einfach Popcorn einzeln zu poppen, um irgendwie Aufmerksamkeit, um die Leute einfach weird abzuholen und immer wieder komische Geräusche dabei zu machen. Warum ich mich, glaube ich, auch so darüber aufrege, ist die Tatsache, was ist da dran Unterhaltung? Warum ist es cool? Warum möchte ich mir das länger anschauen? Warum möchte ich da Geld spenden? Warum denke ich mir, oh, diese Frau unterhält mich derart. Es ist unglaublich. Ihre Art, diesen Charakter zu spielen, birgt eine gewisse Tiefe. Der Charakter ist vielschichtig. Es ist eine starke Frau, unabhängig. Sie ist tagsüber Influencerin und nachts Superheldin. Warum baller ich da $500 einfach raus für eine Galaxie? Damit die meinen Namen sagt und dahinter noch ein I love you kommt? Was ist die nächste Stufe? TikTok ist ja irgendwie so krass, weil man denkt, es geht nicht mehr schlimmer und TikTok holt irgendwoher einen neuen Trend raus. Wann passiert es, dass irgendwann irgendjemand anderen verletzt aus Entertaining? Und dann sind wir wieder im Großrömischen Reich mit irgendwelchen Gladiatoren kämpfen. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. So, das fehlt noch auf TikTok. Es ist Sparta! Für mich ist diese Entwicklung einfach unbegreiflich und ich habe irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass TikTok so ein Boden irgendwie hat. Dieses Loch hat einfach keinen Boden, glaube ich, mittlerweile. Also jetzt kann man einfach sagen, dass das Leute sind, die einen Fetisch haben, die wollen einfach sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben, ihren Kasper schnäuzen zu dürfen, während jemand live ist. Und natürlich ist das deren Entscheidung. Und wir reden hier nicht davon, ob das sinnvoll ist oder nicht. Denn das ist es nicht. Definitiv nicht. Ich reg mich einfach nur darüber auf, dass es das überhaupt gibt, dass sowas Erfolg hat und dass sowas mehrmals hintereinander funktioniert. Geht einfach auf YouPorn und beeinflusst einfach nicht mit eurer Geilheit die Content-Erstellung. Das nervt einfach nur. Und ich werde niemals verstehen, wie man auf die Idee kommen kann zu sagen, ich spende dieser Person jetzt $500, nur damit sie meinen Namen einmal in diesem Live sagt. Ich verstehe das auch nicht bei Twitch-Streamern, muss man auch einfach mal sagen. Übrigens, ich bin auch auf live auf Twitch. Ich möchte aber kein Geld haben. Ich finde es irgendwie schwierig. Bei Streamern kann man wenigstens noch sagen, okay, die bieten einen Unterhaltungswert. Aber eine Spende von 500 Euro ist meiner Meinung nach immer viel zu hoch gegriffen. 1, 2, 3, 4, 5 Euro, von mir aus auch mal ein 10er oder sowas. Oder auch mal ein 20er, wenn er irgendwas richtig Lustiges gemacht hat. Aber 500, damit einmal der Name vorgelesen wird, das finde ich einfach verrückt. Und wie ist es bitte, wenn man für ein Millionenpublikum einfach nur die Vorlage ist, um sich mal richtig schön die Rinde ratschen zu können? Blendet man das dann einfach aus und sagt, mir macht mein Content einfach Spaß? Für mich ist das einfach nur das Ausnutzen seiner Community oder von gewissen Leuten. Da sind einfach Menschen, die Aufmerksamkeit haben wollen. Diese gut aussehenden Personen sagen dann einmal kurz den Namen. Am Ende nutzen diese Creatorinnen einfach nur ihre Situation aus, meiner Meinung nach. Sie wollen schnelles Geld und ihre Viewer ein bisschen Aufmerksamkeit und das zusammen ist einfach eine gefährliche Kombination. Es ist so verdammt schade, dass es einfach keine Ethikprüfung gibt. Wie beim Fahrradführerschein. Sowas müsste es einfach für Influencer geben. Was machen diese Leute überhaupt, wenn die Kamera aus ist? Denken die dann, ah, das war ein erfolgreicher Arbeitstag? Und trotzdem stelle ich mir die Frage, warum macht man NPC-Streaming? Was bringt es einem? Da wird man doch dumm dabei.
Warum verdient man so viel Geld damit? Warum spenden da Leute? Ich finde es einfach wichtig, kritisch mit gewissen Inhalten im Internet umzugehen. Ihr solltet euch immer hinterfragen, ist dieser Inhalt da gerade im Internet gut für mich oder sollte ich den vielleicht nicht konsumieren? Wie ist die Wertevorstellung von der Person, die diesen Content produziert? Oder kann es einfach sein, dass da nur was gemacht wird, um einfach schnell ein bisschen Geld abzugreifen? Wenn es euch nicht gut geht, umso mehr, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid einsam, spendet nicht Leuten Geld, damit ihr euch besser fühlt. Das wird nicht funktionieren. Das ist nicht aufrichtig und das ist nicht in Ordnung. Also überlegt euch sehr genau, was ihr euch im Internet anschaut. Ständig sind irgendwelche TikTok-Trends in den Zeitungen und in den ganzen Newslettern, weil irgendein Vollidiot wieder einen komischen TikTok-Trend gemacht hat. Und das hier, so ein Trend, ist einfach Benzin ins Feuer der Leute, die eh schon sagen, dass Social Media komplett die Gesellschaft zerstört. Und sowas tut es auch meiner Meinung nach. Aber Social Media kann noch so viel mehr. Das Internet kann so viel mehr. Das Internet ist eigentlich so ein geiler Ort, wo sich so viele Leute ausdrücken und sich kreativ entfalten können. Aber mit so einer Online-Kultur entwickelt sich das definitiv in diese dystopische Vorstellung, die viele dem Internet zuschreiben wollen. Und es ist einfach eine Tatsache, dass es eine Herausforderung ist, für große Content-Creator auch einen gewissen ethischen Rahmen einfach einzuhalten. Viele große Creator wissen einfach gar nicht, dass sie auch eine gewisse Verantwortung ihrer Community gegenüber haben. Und es ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, irgendwelche ethischen Standards zu etablieren, an die sich dann jeder Creator hält. Das wird halt niemals passieren. Am Ende liegt es irgendwie an den Nutzern dann auch wieder selbst. Man muss merken, okay, das ist etwas, was ich nicht unterstützen sollte. Das ist kein sinnvoller Content, also gehe ich da nicht drauf. Aber der Voyeurist in uns sagt, okay, ich gucke mir das doch mal an. Hinterfragt euch kritisch, was ihr für Inhalte konsumiert und welche ihr unterstützen wollt. Also abonniert meinen Kanal. Das war's von mir. Bis bald und ciao.